Die Bücher, die ich 2021 gelesen habe. Lasst uns mal drüber reden. Angefangen hat mein Lesejahr mit Demon Slave. Das ist ein Manga von Takahiro. Der spendet zumindest die Story und da es nur einen Namen gibt, denke ich mal, dass es ein Künstlername ist, weil derjenige in der Öffentlichkeit nicht mit diesem Werk in Verbindung gebracht werden möchte. Das ist nämlich ja durch und durch Fanservice, vielleicht sogar mit einem Hauch von ziemlich starkem Soft-Hentai, sage ich mal. Es war nicht unbedingt das, womit ich gerechnet habe, aber ich will mich ja nicht beschweren. Zeichnungen hier drin sind auf jeden Fall absolut großartig. Also gerade die Charaktere und wenn es an Mimik, Gesichter geht, aber auch die Kleidung ist wirklich wunderschön gezeichnet und deswegen hat dieser Manga ein ganz besonderes Plätzchen in meinem Herzen bekommen. Hier drin geht es darum, dass unsere Welt mit der Welt der Dämonen kollidiert. Überall tun sich so Portale auf, durch die Menschen versehentlich in die Welt der Dämonen geraten und da ja abgeschlachtet werden. Allerdings hat das Ganze auch sein Gutes, weil in der Dämonenwelt besondere Pfirsiche wachsen, die Frauen Superkräfte verleihen. Ja, richtig gehört, das funktioniert nur bei Frauen. Männer müssen weiter den normalen Jobs nachgehen. Ja, und einige dieser Frauen, die besonders starke Fähigkeiten von den Früchten bekommen haben, die schließen sich dem Dämonenregiment an. Die leben dann die meiste Zeit in der Dämonenwelt und bekämpfen von da aus die Bedrohung. Der Protagonist ist allerdings ein junger Mann, der kurz vor einem ziemlich tristen Büroleben steht und eigentlich lieber ein Held sein möchte. Und der gerät tatsächlich in diese Dämonenwelt, kriegt so auf Umwegen dann doch seine Chance, ein Held zu werden. Ich habe Anfang des Jahres ein ganzes Video dazu gemacht. Schaut da gerne mal rein, wenn es euch mehr interessieren sollte. Freunde, recht herzlich willkommen zu einem kleinen Video außerhalb der Reihe, weil es heute mal ausnahmsweise nicht um Gaming geht. Ich habe das schon letztes Mal gemacht und ich dachte mir, dass ich diesen Trend einfach mal fortführen möchte. Ich bin nach wie vor ein Pendelleser, also ich lese eigentlich so gut wie nur auf dem Weg zur Arbeit und bedingt durch Homeoffice war das auch genauso wie letztes Jahr wieder sehr, sehr wenig. Von den rund 40 Büchern, die so eigentlich mein Normalmaß waren, sind jetzt nur so um die 25 dieses Jahr drangekommen. Ob da aber wenigstens was Gescheites dabei war, das schauen wir uns jetzt mal an. Davon Hassliebe zu reden, tut der Liebe, glaube ich, ein bisschen Unrecht im Sinne der Bedeutung des Wortes. Wir haben hier nämlich The Night Circus von Erin Morgenstern. Ja, es ist ein Fantasy-Roman, in dem es darum geht, dass zwei uralte Zauberer sich einfach mal wieder duellieren möchten. Und das tun sie damit, dass sie sozusagen Auszubildende aufnehmen und diese gegeneinander antreten lassen. Und wer von den beiden dann am Ende den längeren Strohhalm zieht, der bringt den Sieg für seinen Zauberer mit nach Hause. Und das Ganze erstreckt sich über Jahrzehnte. Diese Auszubildenden wachsen auf und die werden Angestellte von dem mysteriösen Nachtzirkus. Der zieht durch die ganze Welt und beeindruckt zum einen damit, dass er nur nachts offen hat und zum anderen mit wirklich außergewöhnlichen Zelten, mit außergewöhnlichen Exponaten und Shows. Ja, und diese beiden Zauberer nutzen ihre besonderen Kräfte, um diesen Zirkus noch besonderer zu machen. Das Ganze ist keine lineare Erzählung und es wird auch aus super vielen verschiedenen Blickwinkeln erzählt. Und es spielt in verschiedenen Zeiten, die immer wieder komplett verwirrend hin und her springen. Was mich mega an dem Buch gestört hat, neben dem sehr anstrengenden Schreibstil, ist halt auch, dass durch dieses Hin- und Hergespringe auch komplett irrelevante und langweilige Charaktere hier Kapitel bekommen, in denen absolut nichts Gehaltvolles passiert. Wo jetzt aber die Liebe ins Spiel kommt und was auch der Grund ist, warum ich dieses Buch noch nicht eingemottet, verbrannt oder einfach verkauft habe, ist, dass hier so eine immense Liebe für diesen Zirkus mit eingeflossen ist. Also lasst uns das Schreiben ruhig mal verfluchen, aber wenn es darum ging, die verschiedenen Attraktionen in diesem Zirkus oder den Zirkus selber zu beschreiben, da ist so viel Detail, da ist so viel Liebe reingeflossen, dass mich das wirklich berührt hat. Leider war das aber auch wirklich das einzig Positive an diesem Buch, das mit seinen rund 500 Seiten, im Englischen natürlich kleingeschrieben, sich sehr, sehr gezogen hat. Also ich habe da locker mehr als einen Monat für gebraucht, bis ich das endlich durch hatte. Dann ein Buch, das ich bereits wieder eingemottet habe, das wären die Physiker. Ist eine Schullektüre, die irgendwann mal aufgeschlagen ist, ist ein kleines Theaterstück. Drei Männer sind in einer psychiatrischen Anstalt und die halten sich für drei verschiedene Größen der physikalischen Historie.
treiben damit alle inklusive sich selbst in den Wahnsinn, bringen allerdings auch ihre Krankenschwestern um. Das wiederum bringt einen Ermittler auf den Plan, der da versucht, auf einen plausiblen Nenner zu kommen. Allerdings gestalten sich die Verhöre mit diesen drei älteren Herrschaften natürlich ziemlich außergewöhnlich. Des Öfteren wird dann natürlich dieser Ermittler zur Weißglut getrieben, was mich schon das ein oder andere Mal hat schmunzeln lassen. Und ich würde sagen, das Ganze könnte mit einem modernen Anstrich, ist natürlich auch wieder so ein bisschen in die Jahre gekommener Schreibstil, wirklich hervorragend als Komödie funktionieren. Gerade so auch im Bewegtbildformat. Auch hier drüber habe ich irgendwo schon mal erzählt. Lover Eternal. J.R. Ward, A Novel of the Black Dagger Brotherhood. Ja, es geht hier um eine Gruppe von Vampiren in der modernen Welt, die gewisser unter den Menschen leben, die besonders stark sind, so der Gipfel ihrer Evolution. Und einer von denen, so ziemlich der stärkste, der verliebt sich in eine todkranke Menschenfrau. An sich eine klassische Vampir-Story, ne? Ich habe das Ganze hier nach einer kleinen Recherche mir zugelegt, weil ich selber recherchiert habe. Ich schreibe ja auch, wie ihr vielleicht wisst. Und deswegen wollte ich mir mal Autoren zu Gemüte führen, die dafür berühmt sind, wirklich gute, ja, intime Liebesszenen zu schreiben. Ihr seht hier schon meine Markierung. Es hat ein bisschen gedauert, bis es zur Sache gegangen ist. Aber dann, Junge, Junge, ich habe hier definitiv einiges gelernt. Auch über Schreiben. Ja, und dann kommt sie schon, leider meine absolute Enttäuschung dieses Jahres. Ich habe sehr, sehr lange gewartet darauf und ich hatte natürlich auch hohe Erwartungen, aber selbst wenn ich keine gehabt hätte, hätte das dem Buch nicht geholfen. Wir haben hier von Ernest Cline Ready Player 2. Ready Player 1 mit einem anderen zusammen, mein absolutes Lieblingsbuch. Ich liebe auch den Film von Steven Spielberg, aber die Fortsetzung, oh Junge. Das passiert eben, wenn man einfach dazu gezwungen wird, eine Fortsetzung zu schreiben, obwohl da nicht die Substanz da ist, um eigentlich überhaupt so von sich aus damit anzufangen. Das Ganze hat auch nicht nur von mir wirklich viele negative Reviews bekommen. Und ich finde es ganz besonders schrecklich, weil Ernest Cline hier seinen Protagonisten Parzival bzw. Wade, der da in dieser VR-Welt unterwegs ist, einfach zum unsympathischsten Protagonisten in der Literaturhistorie macht. Zumindest ist er ganz weit oben mit dabei. Die Popkulturreferenzen hier drin sind auch deutlich schwächer bzw. deutlich weniger interessant. Er hat hier ganz sonderbare Welten geschaffen, die sicherlich nicht für jedermann was sind. Beispielsweise haben wir hier mehrere Kapitel, die einfach in einer Welt spielen, die sich komplett um den Popsänger Prince drehen. Dann gibt es, glaube ich, noch eine Welt über den Regisseur vom Breakfast Club und alle seine anderen Filme, die kein Schwein kennt. Zumindest ich nicht. Ja, und es wirkt halt einfach alles irgendwie so reingeklatscht und hat keinen richtig schönen roten Faden. Das einzig Positive an dem Ding hier ist der Grundgedanke dahinter. Das setzt diese VR-Geschichte ja nochmal eine Stufe höher. Verbindet das Ganze so mit dem ewigen Leben. Also so von wegen sein Bewusstsein in eine Cloud hochladen und dann quasi digital ewig leben. Das ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz, sicherlich auch nichts Neues, aber auch hier einigermaßen interessant umgesetzt, aber wirklich so als Fortsetzung nach diesem grandiosen ersten Band möchte ich das fast sogar ungelesen machen. Dann haben wir hier noch einen Manga, wir haben hier Shai. Hier drin geht es um eine Welt, in der jedes Land einen Superhelden zugeteilt bekommt. Japan hat dieses junge Mädchen hier, wo der Name Programm ist, die ist wirklich krankhaft schüchtern. Wie es halt so klischeemäßig typisch ist für japanische Mädchen. Ne? Die kann nicht angesprochen werden, ohne zu stottern, ohne rot zu werden. Die möchte sich am liebsten zurückziehen und von niemandem irgendwie beachtet werden. Was natürlich komplett konträr damit geht, dass man ja der Superheld eines ganzen Landes ist. Es ist vielleicht so ein bisschen die mädchenhaftere Antwort auf My Hero Academia. Entsprechend wahrscheinlich auch für die Zielgruppe von eher Mädchen darauf fokussiert, dass wir mehr Charakterentwicklung haben, mehr so das Zwischenmenschliche in den Vordergrund rückt und die eigentliche Action und so weiter nicht ganz so die Stärke der Autorin des Mangakais. Es hat mich über die ersten drei Bände immer so gerade am Rand des interessiert mich noch, wie es weitergeht, gehalten. Aber so nach dem dritten Band habe ich dann doch gesagt, bisschen mehr Abwechslung, vielleicht ein ganz kleines bisschen mehr Testosteron hätte dem Ganzen vielleicht doch gut getan. Aber ich gehe stark davon aus, auch durch die kleinen Notizen hier drin, dass die Autorin Bukimi Miki da so ein bisschen ihr eigenes Leben, ihre eigene Art verarbeitet. Also sie ist wohl auch
extremst schüchtern. Da kann ich natürlich nicht erwarten, dass sie ein Actionfeuerwerk mit starken männlichen Charakteren auch irgendwie so dazwischen mal reinfeuert. Dann habe ich endlich mal wieder einen Thriller gelesen von Franck Cillier. Ich glaube, das ist ein Franzose. Blutträume. Hier geht es darum, dass ein Mittler mit einem scheinbar verrückten Künstler zusammen kracht, sage ich mal, der in seinen Träumen scheinbar die blutige Zukunft voraussieht und dadurch so die Taten eines Serienmörders, der umhergeht. Ja, und das Ganze ist halt wirklich sehr undurchsichtig, weil es die ganze Zeit so scheint, als würde der wirklich die Zukunft voraussehen. Und es wird dadurch halt ungemein spannend, weil wir zum einen überlegen, ist das jetzt wirklich irgendwie Sci-Fi, dass der die Zukunft voraussehen kann? Oder gibt es dafür doch, es ist ja ein Thriller, ne? Die sind ja meistens ein bisschen bodenständiger, gibt es dafür vielleicht doch eine plausible Erklärung? Zum Beispiel ist der Künstler vielleicht selber der Killer und sieht in seinen Träumen quasi, malt sich da schon den nächsten Mord aus und begeht ihn dann. Hat mich auf jeden Fall gut bei der Stange gehalten. Das Ende hat mir persönlich auch ziemlich gut gefallen. Ist wie gesagt nicht unbedingt das, was man erwartet, wenn man so ein Buch im designtechnischen Umschlag hier von einem Cody McFadden oder einem Karen Slaughter Buch im Regal sieht. Ellen und Barbara Peace, warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken, ganz natürliche Erklärung für eigentlich unerklärliche Schwächen. Das war auch nicht ganz so angenehm zu lesen, weil es doch schon ein recht wissenschaftlich gehaltenes Buch ist. Aber warum ich auch dieses Ding noch nicht eingemottet habe, ist einfach, weil ich so oft schmunzeln musste, weil so viele Situationen hier drin wiedergegeben sind, die man einfach aus seinen eigenen Beziehungen quasi aus dem täglichen Leben wiedererkennt. Man liest das so und denkt sich, hey, die haben recht, ist wirklich so. Ja, und die versuchen das halt tatsächlich neurologisch zu erklären, was da wirklich im Hirn vorgeht, warum das so ist, warum Männer irgendwie in den Kühlschrank gucken und da nicht das finden, was sie suchen sollen, und dann geht die Frau dahin und sieht es sofort. Halt so die typischen Stärken und Schwächen, die Klischees, ne, die werden alle hier aufgerollt, aber dann halt tatsächlich irgendwie versucht, wissenschaftlich und tatsächlich sogar biologisch zu erklären. Mir persönlich wird alles ein bisschen zu sehr auf die Steinzeit zurückdatiert. Weil beispielsweise die Frau findet alles im Kühlschrank viel besser, weil sie ja die Nesthüterin damals war. Entsprechend musste sie alles, was nah um sie war, im Auge behalten, damit die Kinder nicht ausreißen und damit sie Gefahren in der Nähe entdecken konnte. Und der Mann ist halt eher auf die Ferne konzentriert und spezialisiert, weil er eben auf die Jagd gegangen ist und Beute schon aus der Ferne entdecken musste. Wo ich mir denke, unsere Evolution müsste eigentlich schon ein Stückchen weiter sein, um einfach so viel noch auf die Steinzeit zurück zu datieren, aber naja, war ganz nett. Dann haben wir hier Made to Stick von Chip Heath und Dan Heath. Hier geht es darum, wie man gerade vielleicht auch so im Marketing außergewöhnliche Ideen erfindet oder findet tatsächlich, die sticken, also die hängen bleiben, die bei den Leuten im Gedächtnis bleiben, die erfolgreich werden. Hier werden so ganz verschiedene Fälle erzählt und auch ein bisschen erklärt, die im Laufe der Menschheitsgeschichte, sage ich mal, lass es mal die letzten 100 Jahre gewesen sein, wo Leute außergewöhnliche Dinge speziell im Marketing vollbracht haben. Ich fand es wirklich sehr, sehr spannend. Beispielsweise wird ja auch erzählt, wie die Subway-Diät zustande gekommen ist, dass es tatsächlich mal irgendwo in Amerika einen übergewichtigen Jungen gab, der entschieden hat, ich gehe dreimal am Tag zur Subway und werde nur da essen, und wie das erstmal so seine Bahn gezogen hat und wie es einen Typen im Konzern brauchte, der diese Idee für so wertvoll erachtete, dass er da mit Mut drangegangen ist und auch über ein paar Köpfe hinweg entschieden hat, das sollten wir irgendwie verwenden, das sollten wir kommunizieren, und dadurch ist halt diese Subway-Diät als Kampagne rausgegangen und war sehr erfolgreich. Sehr, sehr spannend zu reden, eben weil auch jeder dieser Fälle nur sich über ein paar Seiten erstreckt und dann wieder die Abwechslung mit reinkommt. Dann haben wir hier, das lag einfach schon ewig in meiner Sammlung rum und ich dachte mir, lesen wir mal, ich bin gerade irgendwie so auf einem Piratentrip, Assassin's Creed Black Flag. Von Oliver Bowden. Ja, Literatur zu Videospielen ist nicht unbedingt immer so das Gelbe vom Ei. Entsprechend habe ich auch hier nicht großartig was erwartet, war eigentlich aber ziemlich angetan davon. Ich wusste überhaupt nichts über das Buch, also nicht, ob es die Geschichte des Spiels einfach nochmal in Buchform erzählt oder ob es irgendwie so eine neue Parallel-Vor-Nachgeschichte ist. Und Black Flag ist ja mein absoluter Lieblingsteil der Assassin's Creed-Reihe. Wenn es historische Kulturen gibt,
Neben den Cowboys, die ich absolut liebe, dann sind es auf jeden Fall die Piraten. Das hat da sicherlich enorm mit reingespielt. Und ich muss sagen, ich wurde hier durch dieses Buch wirklich hervorragend wieder in das Spiel zurückversetzt. Soweit ich mich nämlich noch erinnern kann, ist das auf jeden Fall die Geschichte des Spiels. Und es ist ein richtig schöner Abenteuerroman. Was mir damals halt auch so gut gefallen hat, ist, dass hier dieses ganze Assassin's Creed-Gedönse mit dieser antiken Kultur, die da irgendwie im Hintergrund noch die Fäden zieht, dass das alles so ein bisschen beiseite gepusht ist und dass Edward, der Hauptcharakter hier, auch kein klassischer Assassine ist, der das gelernt hat, der mit dem Credo aufgezogen wurde, sondern der ja quasi einen Assassinen umgebracht hat und dann in dessen Rolle schlüpft. Entsprechend geht ihm dieses Credo eigentlich auch am Arsch vorbei und macht ihn ein bisschen interessanter. Piratiger, möchte ich fast sagen. Ja, der gute Oliver Bowden hier hat wirklich schöne Arbeit geleistet. Mir sind die Charaktere sehr ans Herz gewachsen. Auch so die Nebencharaktere wie Blackgate zum Beispiel. Nicht Blackgate, Blackbeard. Genau, das war's. Black Flag, Blackgate, Blackbeard. Mein Gott. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ich weiß jetzt nicht, ob es 15 Euro hier der Originalpreis wert ist. Ist auf jeden Fall ein schweres Buch, was einen ganz schicken Einband hat. Aber wenn ihr das mal für einen günstigen Taler irgendwie vielleicht auch gebraucht findet, schlag zu. Dann auch was ich ganz, ganz schnell loswerden musste. Deswegen kann ich es euch gar nicht mehr physisch zeigen. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Das ist im Grunde genommen nochmal etwas Ähnliches wie hier, wenn Männer, warum Männer nicht und Frauen und deswegen. Allerdings ist das nicht von einem Wissenschaftler geschrieben worden, sondern von einem Philosophen. Und wenn ich eine Idee von Philosophie habe, dann ist es ja auf jeden Fall, dass es Fragen aufstellt, die man eigentlich gar nicht beantworten kann, aber trotzdem ellenlang darüber, ja, philosophiert. Und genauso liest sich das Buch auch. Es ist trotzdem noch vom Schreibstil her sehr wissenschaftlich super anstrengend zu lesen. Ich weiß überhaupt nicht so wirklich, worauf es am Ende drauf hinaus wollte. Das Einzige, was ich einigermaßen interessant fand, ist, dass Philosophie wohl doch nicht so ein unwichtiger Schrott ist, wie man vielleicht annehmen würde. Aber zumindest laut diesem Buch, ich habe es jetzt nicht recherchiert, könnte mir aber gut vorstellen, dass es so sein könnte, werden Philosophen auch hinzugezogen bei wichtigen politischen Entscheidungen beispielsweise. Wenn Politiker irgendwie irgendwas ausgearbeitet haben, dann wird teilweise nochmal ein Philosoph hinzugezogen, um das Ganze quasi zu Ende zu denken. Was sind vielleicht so die Probleme, die Politiker da noch nicht bedacht haben? Das fand ich ein bisschen faszinierend, dass man tatsächlich offenbar als Philosoph Geld verdienen kann. Weil für mich waren das immer so alte Griechen in der Toga, die einfach nur durch so einen Tempelbezirk gelaufen sind und in Rätseln gesprochen haben. Der Titel ist ja eigentlich ziemlich bekannt, würde ich sagen, aber naja, belassen wir es mal bei dem Titel. Dann haben wir hier tatsächlich mal einen sehr, sehr berühmten Namen, vielleicht den berühmtesten Namen in der Literaturgeschichte überhaupt, zumindest in der modernen. Wir haben hier Stephen King, Mr. Mercedes. Das ist tatsächlich mal kein Horrorbuch. Hier hat der gute Stephen King sich als Thriller-Schreiber ausprobiert. Das ist eine richtig schöne Kriminalgeschichte um einen im Ruhestand befindlichen Ermittler, der von einem Serienmörder herausgefordert wird und deswegen halt entsprechend so ein bisschen widerwillig aus dem Ruhestand zurückkehrt. Es gibt ja durchaus ein paar Bücher von Stephen King, gerade auch so die frischeren, die ich ein bisschen anstrengend fand, weil der Gute halt auch sehr viel nach Gewicht schreibt, nicht immer so unbedingt gerade auf den Punkt kommen möchte und dann ist bei dem ganzen Output natürlich auch nicht jede Idee so qualitativ hochwertig wie ein Friedhof der Kuscheltiere, ein The Shining, ein S. Aber hier muss ich sagen, absolut geil. Das ist der beste Thriller, den ich seit Ewigkeiten gelesen habe. Zugegeben, ich bin nicht der wahnsinnig große Thriller-Leser, weil für mich das alles irgendwie so gewissermaßen einheitsbrei ist. Also ich kann die lesen, ich bin auch relativ gut unterhalten, aber so 2 Monate später kann ich dir nicht mehr sagen, ob das jetzt in dem Buch oder in dem Buch vorgekommen ist und was überhaupt da genau vorgekommen ist. Hier muss ich sagen, das kann ich auf jeden Fall separieren und das werde ich auf jeden Fall gut in Erinnerung behalten. Es ist, glaube ich, auch der erste Teil einer inzwischen Trilogie. Ich freue mich sehr darauf, mehr von diesem Ermittler zu lesen. Also hier hat Stephen King wirklich gut abgeliefert und man sieht es auch. Er hat auch nicht unbedingt auf Gewicht geschrieben, sondern ist gut zum Punkt gekommen. Trotzdem merkt man an der einen oder anderen Stelle natürlich noch seinen typischen Stil, so von wegen dieses Foreshadowing, wenn er in so einem
mystischen Satz andeutet, was passieren wird, von wegen, das war das letzte Mal, dass er sie sehen würde, sowas in die Geschichte, ne? Und halt auch, dass er Nebencharakteren gefühlt so ihre eigene kleine Geschichte verleiht. Aber absolute Empfehlung von mir. Dann ein Buch, das ich das zweite Mal gelesen habe. Ich glaube, das ist das einzige aus dieser Reihe, das ich vorher schon mal gelesen hatte. Wir haben hier von Scott Lynch Die Lügen des Locke Lamora. Ich habe hier leider nur die deutsche Version gehabt. Ich hätte es gerne noch mal im Original gelesen. Das ist ja eines der Lieblingsbücher meiner Lieblingsbooktuberin Murphy LaPierre. Und ich wusste halt, dass es ganz okay war, aber dass ich nicht so wahnsinnig davon überzeugt war. Deswegen wollte ich dem Ganzen jetzt viele, viele Jahre später noch mal eine Chance geben. Es ist zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen, muss ich sagen. Es ist ganz nett geschrieben, es ist auch spannend geschrieben, hat tolle, sympathische Charaktere und eine interessante Welt. Aber ich fand nicht alles so ganz stimmig und so ganz over the top, dass ich sagen würde, eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Es geht um eine Ganovenbande, die sich auf das Ausrauben von Adligen spezialisiert hat, dabei aber in das Fadenkreuz eines sehr, sehr gefährlichen Unterwelt Spielers geraten, sage ich mal. Es spielt in einer Fantasy-Welt in einer Stadt, die sehr an Venedig angelegt ist, was gefühlt in Fantasy-Romanen sehr, sehr oft vorkommt. Sehen wir nachher nochmal. Es war ein ganz netter Auftakt, nicht so wahnsinnig Besonderes, aber wenn jemand auf die Suche nach so einem Richtung mittelalterlich gehaltenen Fantasy-Roman ist, wo es keine Magie oder irgendwas gibt, zumindest nicht so Herr-der-Ringe-mäßig, dann schaut hier mal rein. Aus der Sammlung meiner Frau habe ich dieses optisch zumindest sehr ansprechende Buch von Marcus Sedgwick gefunden. Das Buch der Toten Tage. Es ist ein Jugend-Kinderroman. Vom Ansatz her eine ganz nette Idee hatte, von der Umsetzung her aber ziemlich langweilig wurde. Ich kann gar nicht mehr so wirklich gut wiedergeben, worum es ging. Es war ein Waisenkind, das von einem Magier aufgenommen wurde, der sich dann aber tatsächlich irgendwie als dunkler Zauberer entpuppt. Hat keinen großen Umfang, ist natürlich leicht zu lesen, war okay, muss man sich aber definitiv nicht zulegen. Dann bin ich sogar dazu gekommen, einen Comic zu lesen dieses Jahr, und das war Batman Venom von Dennis O'Neill, Trevor von Eden, Russell Brown und José Luis García López. Ja, großartiger Name. So vom Zeichenstil würde ich sagen, dass die Geschichte schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Ich weiß nicht, steht es hier irgendwo? Ich würde so auf Anfang der 90er, Ende der 80er tippen. Copyright 1991. Es geht darum, man sieht es schon an den abgebildeten Pillen, dass Batman hier drogenabhängig wird. Er leidet am Anfang des Comics ein Trauma dadurch, dass er ein kleines Mädchen nicht retten kann und flüchtet sich eben in diese Venom-Pillen, die ihn stärker machen. Natürlich macht ihn das abhängig, es macht ihn aggressiver in gewissen Situationen, es macht ihn natürlich auch gefügig, weil hinter dieser Droge selbstverständlich ein Schurke steckt. Es sind keine bekannten Schurken aus dem Universum involviert, also das ist eine komplett losgelöste Geschichte, eigentlich sogar ziemlich losgelöst von Gotham, weil es dann eher so nach Kuba geht oder so. Es war ganz okay, weil man sieht auch hier, es ist ein relativ kurzer Comic, aber ich hasse halt so drogenabhängige Charaktere, also das ist so die Charakterschwäche überhaupt, auf die ich gar nicht klarkomme. Ich hasse das auch in Büchern, deswegen mag ich die meisten Thriller nicht, weil da hast du ja meistens irgendwie einen Ermittler, der dann Alkoholprobleme hat oder so. Und jetzt natürlich Batman in so einer Rolle zu sehen, puh. Wie gesagt, ist ganz nett, ist auf jeden Fall mal was anderes, aber sicherlich nicht die beste Batman-Geschichte. Wir hatten sie gerade, Die Lügen des Locke Lamora, hier ist Scott Lynch wieder zurück, denn hier haben wir Red Seas Under Red Skies. Das ist der Nachfolgeband, dieses Mal in Englisch. Das war auf jeden Fall ein geiles Ding. Also der erste Band war ganz gut, der hier ist richtig geil. Vielleicht auch wieder, weil Piraten involviert sind. Ich sag ja, das ist so eine kleine Schwachstelle von mir. Aber das hat wirklich für mich hervorragend funktioniert. Sie haben ja immer so einen großen Bankraub, der da geplant wird und sich über das ganze Buch erstreckt. Und dann mischt da natürlich wieder so ein Spieler mit, der die beiden quasi ausfindig macht und deren Pläne durchkreuzt mit seinen eigenen, wofür er sie einbinden möchte. Und dann haben diese Ganoven natürlich immer dieses Jonglierstück, dass sie zum einen versuchen müssen, ihren ursprünglichen Raub am Leben zu erhalten und die ganze Maskerade, die dazugehört, und zum anderen aus dieser Nummer mit demjenigen herauszukommen, der sie enttarnt hat. Und das involviert jetzt eben eine komplett neue Stadt, die auf dem Meer liegt,
und wo Piraten eine Rolle spielen. Und mit denen geraten sie natürlich auch zusammen und das ist wirklich sehr, sehr cool gemacht. Mir hat die Action richtig hervorragend gefallen. Mir haben die Piraten und die ganzen anderen Nebencharaktere super gefallen und ich fand es richtig spannend. Der dritte Teil soll wohl nicht ganz so gut sein. Ich habe ihn auch hier. Ich werde ihn trotzdem lesen und ich bin mir sicher, dass ich ihn genießen werde, weil mir die Protagonisten inzwischen sehr, sehr ans Herz gewachsen sind. Dann habe ich es auch nicht hier, weil ich es witzigerweise an meine Mutter verliehen habe. Es geht nämlich um die Müttermafia von Kerstin Gier, wenn ich mich nicht irre. Ja, es ist eine Frau mit, wenn ich mich nicht irre, zwei Kindern, die von ihrem Mann verlassen wird und sie quasi samt den Kindern aus seiner teuren Stadtwohnung rausschmeißt, so in einen Vorort, in das alte Haus seiner verstorbenen Mutter. Und diese dann quasi alleinerziehende Mutter ist völlig überrumpelt und überfordert mit der Situation, weil sie auch seit Jahren nicht mehr gearbeitet hat, sondern quasi auf der Tasche vom Mann lag, sich von ihm hat versorgen lassen und jetzt auf sich allein gestellt vollkommen hilflos ist. Das Buch erzählt halt so ein bisschen die Geschichte, wie die Frau versucht, auf die Beine zu kommen, ihre Kinder zu handeln. Die Tochter ist natürlich mitten in der Pubertät richtig anstrengend und kommt gar nicht damit klar, dass sie so weit aus der tollen Stadt von ihren tollen Freunden wegziehen musste. Und dann haben wir natürlich noch diesen typischen Vorort-Charme, dass da ganz viele Mütterchen rumlaufen, die sehr aufmerksam sind. Da haben wir zum einen so eine Gruppe von Müttern, die sich zusammengeschlossen haben zu so einer High-Society-Blase, sage ich mal, die nur das Beste für ihre Kinder wollen, Privatschulen, Privatunterricht, Musik, Instrumente spielen und das ganze Gedönse, ob die Kinder wollen oder nicht. Und dann haben wir noch so ein paar Muttis, die eigentlich mit ihrer Situation ähnlich überfordert sind wie die Protagonistin, wenn auch auf andere Art und Weise und die ein bisschen bodenständiger, normaler sind. An sich ist aber nicht viel normal, weil das so typisch deutsche Komödie ist. Alles ist furchtbar überzeichnet. Man kann keinen Charakter wirklich ernst nehmen, weil er halt wirklich so nur in einer Komödiengeschichte auftauchen würde. Was ich so die ersten 100 Seiten echt anstrengend und unsympathisch fand. Dann erwärmt man sich aber langsam dafür. Gerade auch für diese flippigen Charaktere wie die Nachbarn, die quasi, weil sie in einer Rechtsschutzversicherung sind, wegen jedem Scheiß alle verklagen wollen. Weil das ist, wie eine Rechtsschutzversicherung funktioniert. Und ja, es sind halt einfach so tolle Charaktere, die da mit eingebaut sind, die da immer wieder auftauchen und irgendwann einem so ans Herz wachsen, dass man wirklich Spaß hat und da auch schmunzeln muss und auch die überzeichnete Art irgendwann lieb gewinnt. Ich glaube, das sind auch inzwischen mehrere Bücher. Ich weiß nicht, ob das so mein Ding war, dass ich unbedingt mehr davon lesen möchte, aber dieses eine Ding für sich hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ja, und dann, ich habe es schon angekündigt, Fantasy und Venedig geht irgendwie Hand in Hand gefühlt. Ich habe hier noch etwas aus der Bibliothek, aus der Kinderbibliothek meiner Frau, was ich einfach mal lesen wollte, bevor es weg kann. Das wird aber definitiv bleiben. Wir haben hier die sogenannte Merle-Trilogie von Kai Meier. Das ist einmal das gläserne Wort, das steinerne Licht und der erste Band, die fließende Königin. Das sind drei Bände, die so, sage ich mal, von ihrer Geschichte und vom Umfang her locker in ein Buch gepasst hätten. Aber es ist einfach so eine erfrischende Geschichte mit so innovativen Ideen, sage ich mal. Also da kommen Kreaturen vor, da kommen Umgebungen vor, obwohl es in unserer Welt spielt, aber halt irgendwie auch doch nicht, dass ich einfach vollkommen fasziniert war, wie so viele Ideen, von denen ich halt noch nie irgendwas gehört habe, im Fantasy-Genre auftauchen. Weil normalerweise fühlt sich alles immer so ein bisschen recycelt an. Das ist ein bisschen so von da geklaut, das ist von da geklaut, das erinnert da dran. Und hier muss ich sagen, das steht wirklich für sich. Also das hat mich echt beeindruckt. Die junge Merle lebt in Venedig und ist ein Waisenkind, wird von einem Spiegelmacher aufgenommen. Da leben halt ein paar Kinder, die diesem Spiegelmacher bei seiner Arbeit helfen. Und die Spiegel scheinen doch irgendwie magische Funktionen zu haben. Das Besondere an dieser Welt im Allgemeinen ist, dass Venedig quasi so eine der letzten Bastionen ist, die dem Imperium noch nicht zum Opfer gefallen sind. Und witzigerweise ist dieses Imperium einfach mal das Ägyptische Reich. Also da hat sich ein Pharao und dessen Hofmagier haben sich irgendwie die Macht der Toten zu eigen gemacht und fast die ganze Welt erobert. Und Venedig kann dem Ganzen noch trotzen, weil im Gewässer um Venedig herum die fließende Königin herrscht
und die kann diesem ägyptischen Reich eben noch Widerstand leisten. Dann gibt es auch noch das Reich der Hölle, das eine Rolle spielt. Und wie gesagt, allein diese Vermischung dieser total abstrusen Ideen ist einfach wirklich, wirklich toll. Es ist sehr simpel geschrieben, es ist ein Kinder-Jugendbuch, aber lässt sich sehr, sehr gut lesen. Ich fand den mittleren Band mit Abstand wirklich am besten. Der spielt tatsächlich in der Hölle und auch da hat man sich tolle Sachen einfallen lassen. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Wer Fantasy mag, der wird hier sicherlich ein erfrischendes neues Erlebnis haben. Kai Meier. Den behalte ich auf jeden Fall im Auge und gucke mir auch nochmal andere seiner Werke an. Dann hätten wir Bad Monkeys, habe ich auch schon wegsortiert, hat mich sehr überzeugt mit seinem bunten, flippigen Cover, ist auch ein sehr kurzes Buch. Es geht um eine Frau, die in einem Verhörzimmer sitzt und quasi ihre Geschichte erzählt. Und man rätselt die ganze Zeit, ist jetzt die Frau irre? Oder ist das tatsächlich die Realität, die so gut geheim gehalten wurde? Weil sie behauptet nämlich, Teil einer Geheimorganisation zu sein, die im Geheimen böse Menschen tötet. Und das ist eben das Spannende an dieser ganzen Geschichte, dass man durchgängig rätselt, was ist jetzt wahr und was nicht. Es ist ganz okay geschrieben, das Ende ist dann am Ende auch okay, obwohl einige Twists sind sogar auf den letzten Seiten dann nochmal drin, was das Ganze nochmal zu einer runden, netten Überraschung macht, sage ich mal. Aber so an sich war es nicht mehr als nett. Also man kann es mal gelesen haben, gerade eben, weil es so ein nettes, kurzes Ding ist für zwischendurch. Vom Hocker hat es mich aber nicht gerissen. Viel besser fand ich dann, wir haben hier noch einen Thriller. Liechild Night School. Das ist, glaube ich, chronologisch sogar der erste Jack Reacher Band. Also nicht vom Erscheinungsdatum her, sondern von der Zeit. Eigentlich ist Jack Reacher, man kennt ja die Tom Cruise Verfilmung, schon ein pensionierter Militärpolizist. In diesem Fall ist er aber tatsächlich noch im Dienst. Und er wird da vom Geheimdienst von Amerika nach Hamburg geschickt, um Terroristen aufzuhalten. Ja, und hier stehen dann diverse Ermittlungen an, wie herausgefunden werden kann, wer der Mittelsmann der Terroristen ist und wer der Typ ist, der den Terroristen irgendwas verkaufen will. Und was er ihnen verkaufen will. Ist jetzt mein zweiter Jack Reacher Band. Ich liebe ihn genauso wie den zweiten. Ist ein wirklich großartiger Schreibstil. Super spannend, genauso wie Mr. Mercedes von Stephen King. Auf jeden Fall ein Thriller, der für sich steht, der solche Ideen und Charaktere hat, dass die hängen bleiben im Gegensatz zu im Einheitsbrei verschwimmen. Ich habe noch einige Jack Reacher-Bände da und ich werde diese Reihe auf jeden Fall komplettieren und alle von denen lesen, weil die machen richtig Spaß. Dann noch zwei alte Schullektüren. Ich habe einmal Das Leben des Galilei gelesen. Ich glaube, auch das ist ein Theaterstück. Es erzählt halt das Leben von Galileo Galilei und seine Entdeckung, gleichzeitig aber eben auch die Probleme, die er in seiner Zeit damit hatte, weil ja die Kirche nicht ganz so d'accord war mit seinen Entdeckungen. Galilei an sich wurde dabei sehr sympathisch geschrieben, sage ich mal. Er hat eine sehr freche, clevere Art, die mich auch ab und zu zum Schmunzeln hat bringen lassen. Und es ist in der Kürze des Buches auf jeden Fall ein schöner Einblick in diese Zeit und die Probleme, die Wissenschaftler dort hatten. Und eben halt auch die Gründe, die beleuchtet werden, warum die Kirche meinte, solche Dinge unter Verschluss zu halten. Dass die Sonne sich nicht um die Erde dreht, sondern andersrum. Auch das Buch hat mir hier nicht wahnsinnig viel gegeben, außer vielleicht fast den Rest. Das ist Cassandra von Christa Wolf. Auch deutsche Literatur, die in der Schule breitgetreten wurde. Es erzählt die Geschichte der Figur Cassandra, das ist ja eine Hellseherin, die in Troja gelebt hat. Ich bin ja ein absoluter Sucker für die griechische Mythologie, deswegen, obwohl ich dieses Buch schon in der Schule so abgrundtief gehasst habe, habe ich mir gesagt, komm, allein deswegen gibst du dem Ding nochmal eine Chance. Ich habe für diese 150 Seiten auch wieder über einen Monat gebraucht, quasi, und musste mich wirklich, wirklich zwingen, das Ding durchzulesen. Es erzählt halt in einem durch, ohne Kapitel, ohne vernünftige Absätze, ein Monolog von dieser Cassandra, der aber auch in der Zeit hin und her springt und da halt die verschiedenen Geschehnisse im Trojanischen Krieg erzählt. Es ist halt so vom Gedanken her eine nette Sache, dass du halt so diesen Zeitzeugenblick auf diese epische Schlacht hast und die Vorkommnisse im Königshaus von Troja und vor allem, dass das Ganze ein bisschen aus der Mythologie rausspringt und vielen Vorkommnissen, sage ich mal, einen
realistischen Bezug gibt. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Trojanische Krieg wirklich passiert ist und dass natürlich die Götter nicht wirklich als Götter da fungiert haben und es keine magischen Rüstungen und so weiter gab, wird das hier so ein bisschen in Randbemerkungen erklärt, wie es tatsächlich hätte sein können. Man kann natürlich noch auch aus typisch Schulinterpretation feststellen, dass sie ja in der DDR im Kalten Krieg aufgewachsen ist und gerade so die Schlacht Griechen gegen Trojaner, wo sehr viel Stillstand war, wo sehr viel, ja, halt nichts wirklich voranging, dass das halt so ein bisschen Russland-Amerika war, ne? Aber ja, absolut furchtbar. Nette Idee, aber absolut furchtbar umgesetzt. Verstehe bis heute nicht, warum man so einen Rotz in der Schule lesen muss, anstatt vernünftige Literatur, die man tatsächlich lesen kann, damit die Kinder gerne so ein Buch lesen und sich nicht die Zusammenfassung auf Wikipedia geben und dann im Unterricht machen. Und dann, last but not least, habe ich endlich mal meine The Witcher Box angefangen. Das hier ist der Band 0, glaube ich sogar. The Last Wish. Es ist eine Kurzgeschichtensammlung von Andrzej Sapkowski. Es war cool. Also gerade wenn man The Witcher 3 gespielt hat, was für mich ja der Grundstein als Interesse für dieses ganze Franchise war, weswegen ich mir auch die Bücher gewünscht habe. Und das hier fühlt sich halt an wie so eine Reihe von verschiedenen, voneinander unabhängigen Nebenquests, die man im Spiel machen könnte. Also es geht immer über ein paar Seiten dann halt so kapitelweise. Ein Fall quasi, ein Monster gejagt wird. Eine Besonderheit versucht wird aufgedeckt zu werden von unserem lieben Geralt. Und es macht eben genauso viel Spaß, wie eine Nebenquest im Spiel zu machen. Ich freue mich sehr auf die weiteren Bände. Mal sehen, wann ich dazu komme und ob die eigentliche Geschichte auch so gut funktioniert. Der Schreibstil hat mir auf jeden Fall ganz gut gefallen. Ja, ist es denn die Möglichkeit? Fast hätte ich dieses Schätzchen hier noch vergessen. Eine ganz schöne Nummer, als ich auf Dienstreise letztens war, während der Einarbeitung für meinen neuen Job, was relativ stressig ausgefallen ist. Ich hatte davor viele Wochen, wo ich total ausgelaugt war, weil alles so viel neue Informationen, so viel unterwegs war. Und ich war dann einfach nach einigen Wochen ziemlich unglücklich, sage ich mal. Ich bin dann also auf diese neue Dienstreise gefahren und habe mir gedacht, geht so nicht weiter, du musst jetzt irgendwie einfach nach deinem Glück suchen. Und eines Abends bin ich dann eben nochmal aus meinem Hotelzimmer rausgegangen in die Innenstadt von Bad Salzuflen und habe so einen urigen kleinen Buchladen gefunden und da dieses Buch hier entdeckt. Geschichten, die glücklich machen. Hat mich sofort angesprochen, ne? Also du bist auf der Reise, das Glück zu suchen und dann springt dich dieses Buch quasi an. Habe ich sofort mitgenommen und nicht bereut. Also ich habe einige Male laut gelacht, einige Male geschmunzelt. Es ist eine Kurzgeschichtensammlung, da sind auch einige bekannte Namen dabei. Kurt Tucholsky, Ernest Hemingway haben wir hier, Erich Kästner. Einige davon sind durchaus auch irgendwo belanglos, wo man sich nachher denkt, okay, dann habe ich das jetzt gelesen und dann ist das so. Aber was wollte mir das jetzt sagen? Aber viele Geschichten machen einen halt tatsächlich glücklich oder bessern auf jeden Fall die Stimmung auf, weil es einfach so schöne kleine Häppchen von Literatur sind. Also wenn ihr euch für sowas erwärmen könnt, kann ich das auf jeden Fall empfehlen, das Ding. Ja, und das waren sie auch schon, meine gerade umgefallenen, gelesenen Bücher des Jahres 2021. Es waren einige schöne dabei, viele Gurken auch, viel Durchschnitt, aber auch einige Sachen, die mich sicherlich motivieren, in genau dieser Ecke weiterzulesen. Was habt denn ihr dieses Jahr so gelesen und was waren daraus eure absoluten Highlights? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, denn ich bin natürlich auch immer auf der Suche nach neuer Literaturkost, auch wenn kommendes Jahr wahrscheinlich wieder dünner ausfallen wird, weil wegen mehr Homeoffice. Aber vielleicht finde ich doch nochmal irgendwie so einen Zeitslot, wo ich mir dann Zeit nehmen kann, auch außerhalb von einer Bahn oder einem Bus zu lesen. Ganz lieben Dank fürs Ansehen und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns spätestens in einem Jahr wieder, wenn ich euch den nächsten Bücherturm präsentiere. Bis dahin, May the Lord, das bin ich, be with you. See ya.